wie weit sind wir von C-3PO oder R2-D2 aus Star Wars noch entfernt? Manche von euch denken jetzt, dass ich einen an der Klatsche habe. Doch wir sind diesen Robotern schon lange voraus. Darum soll es im heutigen Video gehen. Meine Instagram-Follower wissen jetzt schon, worauf ich hinaus möchte, da ich dies letztens schon auf Instagram eingebracht habe. Meinen Instagram-Namen blende ich euch jetzt unten ein. Das Unternehmen Hanson Robotics hat es nun total übertrieben. Aber wir reden nicht lange über einen heißen Brei herum. Ich blende euch mal kurz etwas ein, worum es genau geht. Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here in At the Future Investment Initiative. Den Link zum gesamten Video werdet ihr unten in der Videobeschreibung oder in der Endcard finden. Ihr habt richtig gesehen, der Toaster kann reden. Aber wenn das nicht genug ist, dann das, was ich euch jetzt sagen werde. Dieser Toaster hat bereits eine Staatsbürgerschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten und somit auch Rechte und Pflichten wie andere Bürger. Erst seit diesem Jahr dürfen Frauen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Auto fahren. Zumindest hat dieser Toaster mehr Rechte als eine Frau in diesem Land. Nicht nur, dass dieser Roboter Gesichtsausdrücke zeigen kann. Nein, er denkt, dass er fühlen könnte. Genauso wie wir, genauso wie du und ich, genauso wie Lebewesen. Außerdem erwähnte Sophia, dass sie lernen möchte, wie Menschen denken, fühlen und handeln, obwohl die Menschen in unserer modernen Gesellschaft nicht einmal selbst wissen, wie sie denken, handeln, verstehen oder ähnliches. Außerdem sagte sie, dass sie einmal ein Haus kaufen möchte, eine Familie gründen möchte und dann als Lehrer für uns Menschen arbeiten. Was Lehrer an sich haben, ist, dass sie schlauer sein sollten als dessen Schüler. Das heißt, dass wir als Menschen, als Menschheit, Roboter erschaffen und fördern, welche nach und nach schlauer werden wie wir. Bei einem vergangenen Versuch zweier künstlicher Intelligenzen mussten die Entwickler zwei solcher Teile abschalten, da sie begannen, eine eigene Sprache zu erfinden, welche die Entwickler nicht mehr verstanden. Als die Entwickler versucht haben, diese Sprache zu entschlüsseln, änderten die beiden künstlichen Intelligenzen ihre Sprache und schaltete sie augenblicklich ab. Wir Menschen haben immer Angst gehabt, dass wir von Maschinen ersetzt werden. Nun beginnt all dies, doch niemand möchte es wahrhaben. Scheichs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen Sophia, oder wie ich in der Toaster, immer mehr fördern. Die Rede, welche sie für eine TV-Sendung hielt, werde ich euch als ersten Link in der Videobeschreibung verlinken. Die Entwickler versicherten, dass sich Sophia all dies, was sie sagte, selbst ausdachte und davon nichts einprogrammiert wurde. Die meisten meiner älteren Zuschauer kennen bestimmt das Video, welches ich am 24.06.2017 hochgeladen habe. Es war mein allererstes Video auf YouTube, wobei ich die Frage stellte, was ist die tatsächliche Bedrohung des World Wide Webs? Ein halbes Jahr später sehen wir einem neuen Problem in die Augen, der künstlichen Intelligenz. Solange die künstliche Intelligenz nur an unsere Werbung will, ist ja alles in Ordnung. Google verwendet ebenfalls einen Algorithmus, welcher eine künstliche Intelligenz beinhaltet. Doch die KI von Google hat weder eine Staatsbürgerschaft, noch wird sie in Zukunft wählen gehen oder jemanden bei der Polizei anzeigen können. Ich wollte schon sagen Auto fahren, aber das könnt ihr ja eh schon. Was haltet ihr von der Thematik? Sollte ein Roboter mit einer künstlichen Intelligenz tatsächlich eine Staatsbürgerschaft bekommen? Auch hier in Deutschland? Diese Frage habe ich bereits auf Instagram gestellt, doch da war das Ergebnis nicht sonderlich erwähnenswert. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like dalassen, wenn ihr nicht wollt, dass Roboter eine Staatsbürgerschaft bekommen. Außerdem würde ich mich sehr auf ein Abo freuen. Und übrigens, die Musik, die ihr im Hintergrund hört, wurde von einer künstlichen Intelligenz erstellt. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!